Frau Rotfuß, Sie haben bei der Weltmeisterschaft der Behindertensportler in Ski Alpin 5 Medaillen gewonnen, davon 2-mal Gold. Und wegen einer Verletzung hatten Sie eigentlich gedacht, dass es bloß Bronze wird, höchstens einmal. Ja, also los ging es dann mit der Abfahrt. Da habe ich kleine Silbermedaille gewonnen und da war eigentlich das Soll, das ich im Vorfeld mir gesetzt habe, als Ziel erfüllt und konnte dann eigentlich richtig befreit fahren. Dann kam nämlich noch im Super-G eine Bronzemedaille her, in der Super-Kombination nochmal eine silberne und als es dann an die technischen Disziplinen gab, im Riesenslalom, was meine Lieblingsdisziplin ist, da konnte ich dann richtig auftrumpfen und habe da dann eine goldene mit nach Hause nehmen dürfen und zum Schluss im Slalom beim letzten Rennen war ich dann natürlich schon so froh über alles und das hat mich dann nochmal richtig nach vorne gepusht, die goldene am Tag zuvor und konnte dann im Slalom auch eine goldene mit heimnehmen. Großes Ziel sind ja die Paralympics 2018 in Südkorea. Was haben Sie sich denn da vorgenommen? Naja, als Doppelweltmeisterin zu den Paralympics zu gehen, bedeutet natürlich, sich auch dort wieder hohe Ziele zu setzen. Und da möchte ich eigentlich auch wieder eine Goldmedaille mit heimnehmen.